Video und zwar ein Haul. Ich war ja gestern in München. Da habe ich ein bisschen was eingekauft. Und das werde ich euch heute zeigen. Erstmal, das mit den Follow Me Around hat irgendwie nicht geklappt, weil ich habe es wirklich versucht, aber irgendwie ich hatte keine Zeit. Dann die Hälfte des Aufenthalts in München hat es geregnet. Wie ein irgendwas. Also ganz schlimm und dann sind wir nur gerannt und dann konnte ich nicht filmen und ja, das war ein bisschen blöd. Aber naja, hoffentlich stört euch das jetzt nicht so ganz und dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit dem Haul. Fangen wir mit Brandy Melville an und da habe ich mir nur Schmuck gekauft, was auch ganz lustig war. Ich habe in Brandy Melville Angie getroffen, also Persic X3 und vielleicht kennt sie ja die eine oder andere und das war auf alle Fälle sehr lustig. Nochmal einen Gruß an dich, falls du das gerade anschaust und ja, beginnen wir mit dem Schmuck. Als erstes diesen süßen Ring hier, der hat so eine Schleife und ist einfach ganz schlicht in Gold und der hat 4 Euro gekostet. Dann noch ein Ring und der hat so einen Pfeil da dran und ist auch einfach Gold und der hat auch 4 Euro gekostet und ich finde ihn echt so schön, besonders wenn der getragen ist, sieht der echt super, super schön aus. Ja, freue mich auf alle Fälle sehr darüber. Und dann als letztes, wieso ich eigentlich zu Brandy Melville wollte, noch ein Ring mit so einem Pfeil. Und den habe ich auf der Internetseite gesehen. Und ich fand den vom ersten Moment an so, so schön. Dann musste ich ihn mir einfach kaufen. Und der hat nämlich auch 4 Euro gekostet. Und der ist einfach super, super schön. Es ist so ein schöner Pfeil, der da so rumgeht. Und ja, echt so schön. Dann jetzt zu Forever 21 und zwar habe ich mir einmal erstmal dieses Top hier gekauft, das ich gerade anhab. Das hat so hübsche Blumenmuster und am Bauch auch noch so kleine, ja was ist das ja, so Spitzenmuster, irgendwie so Spitzenmuster-Cutout, keine Ahnung wie man das nennen soll. Jedenfalls, es ist echt richtig schön und das hat 17,75 gekostet. Und als zweites, das habe ich auch gerade an, diesen weißen Strick-Cardigan. Der ist so flauschig und ich liebe den einfach nur. Und der hat 21,75 gekostet. Dann mein Lieblingsteil, was ich gekauft habe. Und zwar ist es dieses Kleid hier. Das ist ziemlich kurz, aber es ist nicht so kurz, wie es aussieht. Und es hat lauter Blumenmuster drauf und es ist so ganz flowy geschnitten. Also ja, das liegt so ganz locker und so. Und ich habe mich verliebt in dieses Kleid. Ich liebe es einfach nur. Und das hat 15,75 gekostet. Als nächstes diese Blumenshorts hier. Und zwar ist die halt so ein blümliches Muster. Irgendwie halte ich die gerade falsch. Wie ist sie denn? Ja, so. Die ist echt super, super schön. Und die hat unten auch noch so Spitzendetails. Und die hat 13,75 gekostet. Dann sind wir schon fast am Ende und zwar habe ich mir dann noch so einen Zopfgummi gekauft. Der ist so mit so Aztekenmuster, schwarz-weiß und hat so, wie nennt man das, keine Ahnung, so Schleifenteile wegstehen, die halt mit so einem Draht drin sind, man auch biegen kann und ich fand es so schön und es sieht auch total schön aus, wenn es dann so oben ist. Ja, echt schön und das hat 1,90 gekostet. Und dann als letztes so eine Kette und ich glaube, die habe ich letztes Mal schon gesehen, als ich dort war. Sie habe ich mir nicht gekauft. Und dieses Mal musste ich mir sie kaufen. Und zwar hat die so Dreiecke, die da so wegstehen. Und ich liebe solche Ketten. Also die geht auch so ganz rum, die Dreiecke. Und ich liebe diese Kette. Die ist so, so schön. Und die hat 6,90 € gekostet. Ja, das war's mit dem Haul. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Teil ihr am schönsten findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!